und herzlich willkommen zu meinem neuen Diffuser-Testvideo. Ich werde ganz oft gefragt, welchen Diffuser von Young Living soll ich denn jetzt benutzen? Welches Starter-Set soll ich nehmen? Und damit ihr einfach die Diffuser, die ich jetzt im Angebot habe, einfach mal sehen könnt und auch mal dann im Live sehen könnt, wo die Unterschiede liegen, habe ich euch jetzt hier ein Video gemacht. Es gibt also von Young Living verschiedene Möglichkeiten, das Starter-Set zu kaufen. Die Öle, die im Starter-Set drin sind, sind immer dieselben. Es sind die 12 gleichen Öle, aber es gibt eben diese verschiedenen Diffuser. Und diesen weißen Diffuser gibt es so nicht im Starter-Set, aber es gibt diesen Lantern Diffuser in Char Coral, also in so einem dunklen Anthrazit-Ton gibt es den mit einem Starter-Set zurzeit. Ich fange an bei einem der beliebtesten Modelle, das ist der hier vorne, der sogenannte Desert Mist Diffuser. Von der Leistung her zeige ich euch den jetzt einfach mal. Bei allen Diffusern funktioniert es so, man kann die hier öffnen, die haben alle so eine Art Innenhaut. Dann gibt man hier ein bisschen Wasser hinein bis zum roten Füllstandsanzeiger. Da sollte man nicht drüber einfüllen, sonst haben wir immer wieder das Problem, mein Diffuser funktioniert nicht. Ich sage ja, wenn da zu viel Wasser drin ist, dann funktioniert er wirklich nicht. So, dann gibt man ein bisschen ätherisches Öl dazu. Also im echten Leben mache ich immer so zwischen 5 bis 8 Tropfen. Mach den hier wieder zu, die Außenhaut wieder drauf und dann kann man ihn anschalten. So, ihr könnt jetzt schon sehen, der fängt jetzt schon an zu diffusen. Also Diffuser sind Ultraschall-Kaltvernebler. Die verteilen eure Öle in ganz, ganz kleinen Partikeln im Wohnraum, sodass es dann wirklich im großen Umkreis total, total, total gut duftet. Bei mir riecht es jetzt übrigens gerade nach Christmas Spirit, eins meiner allerliebsten Öle. Ich finde das mega, mega lecker. Und das ist jetzt hier die erste Einstellung, die er hat. Wenn ich jetzt nur einmal drauf drücke, läuft er im Dauerbetrieb. Das heißt, er diffust jetzt einfach das Wasser einmal komplett leer, bis nichts mehr drin ist. Das Licht geht dann aber nicht aus. Er hört nur einfach auf zu vernebeln. Es passiert ihm aber auch nichts. Er geht jetzt nicht kaputt oder so. Es gibt auch die Einstellung, zweimal auf den Anschaltknopf zu drücken. Dann ist es so, dass er einfach in verschiedenen Abständen an- und ausgeht. Und es gibt auch die Möglichkeit, dreimal zu drücken. Dann geht er in nochmal anderen Abständen an- und aus. Das heißt, er diffust dann einfach auch länger für euch. Er hat außerdem die Möglichkeit, als Nachtlicht zu fungieren. Also ohne Diffusing, einfach nur als Nachtlicht im Kinderzimmer oder wo ihr es haben möchtet. Oder er hat auch die Möglichkeit zu diffusen ohne Licht. Auch gut fürs Schlafzimmer bei anderen Leuten, die dann eben kein Licht möchten, aber den Diffusing-Effekt zum Beispiel, wenn sie Probleme mit den Atemwegen haben und ein schönes Öl benutzen, was gut für die Atemwege ist. So, natürlich kann er auch die Farben wechseln. Ich drücke gerade nochmal drauf. Jetzt hat er so ein etwas nicht ganz so starkes Weiß. Jetzt fängt er an zu flackern. Das ist der Kerzeneffekt. Drücke ich nochmal, macht er rot. Jetzt macht er so ein gelb-orange. Ein helleres Gelb, Grün, ein Blau, ein dunkleres Blau und ein Pink. Ich lasse ihn gerade mal an, dass ihr dann auch die Unterschiede in den Beleuchtungsweisen von den Diffusern sehen könnt. Das nächste Modell, was ich euch zeigen möchte, ist der sogenannte Desert Mist Diffuser. Mich persönlich erinnert er immer so ein bisschen an Marrakesch. Ich finde, der hat so was Orientalisches. Ich mag den total gern. Der funktioniert im Prinzip genauso wie der Desert Mist, wie der Dewdrop, so. Man gibt also hier auch Wasser hinein, auch hier bis zum roten Füllstandsanzeiger und auch ein Öl dazu. So, bei uns wird es nachher ordentlich riechen. Meine Familie wird sich freuen. Ich gebe da nicht ganz so viel Öl rein, weil sonst wird es heftig hier mit 4 Diffusern. Eigentlich reicht einer für unser Erdgeschoss. Wir haben ja 80 Quadratmeter auf dem Erdgeschoss und diffusen mit einem Diffuser. Das reicht. Also wenn man zur Haustür reinkommt, riecht man es so. Den schaltet man auch ein. Das ist jetzt also seine erste Stufe. Er hat genau die gleichen Funktionen wie der andere. Er kann also nur mit Licht, er kann ohne Licht. Er geht auch einfach aus, wenn das Wasser leer ist. Hier auch die verschiedenen Funktionen mit Volldiffusen, also Volldurchlaufen und An- und Ausschaltfunktionen. Und hier, das ist das Licht nicht mehr ganz so stark. Also die erste Einstellung, das Weiß. Jetzt haben wir den Kerzeneffekt in Rot, in so einem Gelb-Orange. Helles Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Pink. Also beide laufen jetzt gerade auf Pink-Modus. Ich lasse sie nachher alle mal auf Pink stehen, dass ihr die Unterschiede wirklich gut sehen könnt. Ich weiß nicht, wie gut es nachher rauskommt mit dem Licht und dem Handy. Ja, also diese beiden sind so das ganz normale Starter-Set. Das kostet um die 170 Euro, Mehrwertsteuer 2020, bisschen hin oder her. Aber um die 170 Euro im Starter-Set und ohne, ich denke so um die 90 zurzeit.
So, jetzt machen wir mal unser Topmodell an. Das ist der sogenannte Area Diffuser. Der unterscheidet sich schon mal durch die Materialwahl mächtig von den anderen. Also der ist hier wirklich Vollholz, massives Vollholz. Und hier eben eine Glaskuppel drüber und der hat eine Fernbedienung. Und er kann Töne, das können die anderen nicht. Wenn man den anschaltet, könnt ihr es vielleicht auch schon hören. Ich mache es mal ganz, 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 ganz laut, dass man es hören kann. Der macht so ein bisschen Relax- und Entspannungssounds. Genau, er hat jetzt so einen Farbwechseleffekt. Das haben die anderen übrigens auch. Also man kann die so anschalten, dass die automatisch durch die Farben immer durchwechseln und sich immer ein bisschen verändern. Ihr seht auch schon, wie stark der hier diffust aus seiner Glaskuppel. Ich persönlich finde, dass er der stärkste ist, der leistungsstärkste von allen. Er hat auch einen etwas größeren Wassertank, meine ich. So, da hört er auch den Sound. Die Sounds kann man laut und leise schalten. Man kann sie auch ganz ausschalten. Das mache ich jetzt mal hier. Einfach mal Audio off, dann hört das auch direkt auf. Und hier kann man auch die Farben wechseln. Also das ist wohl so ein Weiß, dann gibt es Grün, es gibt Gelb, Blau und Pink. Ich lasse ihn so wie die anderen auch auf seinem Pink und lasse ihn weiterlaufen. Und der vierte und letzte, den ich euch heute zeigen möchte, ist der sogenannte Lantern Diffuser. Der ist wirklich super süß und niedlich, finde ich den. Auch ein sehr beliebter Diffuser. Der kann im Endeffekt das gleiche wie die anderen. Ich hatte gerade schon Wasser eingefüllt, ich kann das aber auch gerade nochmal zeigen, der Fairheit halber. Also er sieht aus wie die anderen von innen, ja. Also hier auch einfach Wasser rein und Öl rein, bei dem habe ich es schon drinnen. So, dann wird das einfach nur hier aufgesetzt. Wir schalten ihn an, er macht weiß. Dann macht er ein etwas dunkleres Weiß. Das ist der Kerzeneffekt. Das ist hier Rot und Farbwechsel. Ja, so Gelb-Orange, Gelb-Grün, Hellblau, Dunkelblau und Pink. So, der kostet ein bisschen mehr, auch im Starter-Set. Also das Starter-Set mit dem anthrazitfarbenen Lantern Diffuser kostet, meine ich, um die 179 Euro aktuell. Und hier das Topmodell, der Area Diffuser, kostet 279 Euro in eurem Starter-Set. Ich persönlich habe inzwischen 5 Diffuser. Wir haben in ganz vielen Räumen Diffuser. Es gibt einen im Schlafzimmer, es gibt einen im Wohnzimmer, es gibt einen im Kinderzimmer, es gibt einen in meiner Praxis. Es gibt bei uns überall Diffuser und ständig sind die am Laufen. Wir lieben sie heiß und innig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterbringen bei der Entscheidung, welchen Young Living Diffuser ihr haben möchtet und welches Starter-Set ihr für euch auswählt. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach unter dem Video. Schreibt mir an jetzt@ganzheitlichgesundgut.de. Ich bin auf Insta mit ganzheitlichgesund.öle. Schreibt mich einfach an, stellt mir Fragen, ich beantworte die gerne. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Tschüss.